Ja, herzlich willkommen, Freunde, zu der Rabe. Und ja, ihr seht, wir sind immer noch auf dem Zugdach mit Adil. Versuchen hier den Lüftungsschacht zu öffnen, aber ich habe leider noch nichts dafür. Deswegen gehe ich erstmal zurück, weil ich hier im Moment noch nicht weiterkomme. Mal sehen, was so passiert. Aber wir kommen da schon noch. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Ja, das war knapp. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvorkommt. Das konnte ich mir jetzt aber denken. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Oh. So einfach wird's nicht sein. Ich kann natürlich jetzt... Okay. Dann versuchen wir uns mal unser Glück hier. Ich könnte die Schrauben schon einmal lösen. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Scheint tatsächlich zu passen. Ah, okay. Der Zug muss ja irgendwie noch entgleisen, ne? Beziehungsweise im Tunnel gestoppt werden. Das wissen wir ja noch. Was war das? Sir, muss wohl was rausgefallen sein. Ja, Stellen Sie das auf den Boden. Aye, Sir. Das war knapp. Macht die zweite Schraube wieder so einen Lärm, war's das für mich. Okay. Auf keinen Fall. Spätestens wenn auch die zweite Mutter auf den Boden des Transportwaggons kracht, weiß Legrand, dass ich hier oben sitze. Dann würde mich wohl nur noch ein schmerzhafter und potenziell tödlicher Sprung vom Zug retten. Ah, okay. Das geht jetzt noch nicht. Jetzt müsste sich eigentlich vorne im vorderen Bereich im Zug was geändert haben. Ja. Gehe ich mal stark davon aus. Okay. Er geht zurück, das ist schon mal gut. Sonst würde ich hier wahrscheinlich wieder festhängen. Keiner da. Okay, ich glaube, hier haben wir. Hier war ja alles so weit. Erledigt, ja. Das wollte die Wolle haben wir. Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Verzeihung, Sir. Sie hätten wir vor ein paar Minuten gebraucht. Wenn du wüsstest. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums.
Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt? Dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unserer hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Taschenbuch, ein Krimi, würde ich sagen. Das Pfarrhaus im Spiegel von Clarissa Westmacott. Ich interessiere mich nicht für Krimis, aber ihren Namen kenne ich natürlich. Sie ist die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Nein, lieber nicht. Wenn ich schon lange Finger mache, dann sollte es sich wenigstens lohnen. Genau, Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inge am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inge geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Ja, es sollte auch kein Problem sein. Wir haben ja den Schlüsselbund. Und? Ja. Der vielleicht. Dürfte passen. Dürfte passen. Die große Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänge und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. So, jetzt kann ich mir auch denken, wozu ich den Magneten brauche. Das haben wir alles schon untersucht. Und wieder aufs Dach. Kann ich nochmal? Nein. Nein. Kann ich nicht, muss ich nicht. Geh, lauf! Der auch rennen kann eigentlich. Habe ich noch gar nicht probiert, ob der schneller geht. So, gehen wir schön brav nach oben. Ich habe ja jetzt einen Magneten. Mal sehen, wie ich den so verwenden kann. Ich knote den Magneten an den Faden. Fertig. Ja, jetzt? Magnet am Faden. Scheint was zu bringen. Ich bin immer gespannt. Sehr seltsam. Also schön. Am besten... Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Runter von mir!
ein Briefumschlag. Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das ist... Weg damit! In Deckung! Und da hatte es Boom gemacht. Das wussten wir ja alles schon, ne? Also, ist ja praktisch jetzt auf dem Weg zum Schiff sein. Genau, ich muss ja mit Adil auch noch auf das Schiff. Was soll das? Was willst du hier? Was sollte das mit der Bombe? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte Legrand aus dem Weg schaffen, so spektakulär wie möglich. Sie hätten fast mich aus dem Weg geschafft. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Brief abliefern und dann verschwinden? Menschen hätten sterben können. Aber natürlich. Das war der Sinn der Bombe. Ich will niemandem schaden, Sie wissen das. Und du weißt, dass ich nichts drauf gebe. Befolge meine Befehle, dann wird dir nichts geschehen. Und du wirst bald ein reicher Mann sein. Ich werde nicht mehr blind Befehle ausführen. Ich will wissen, was der Plan ist. Du weißt so viel, wie du wissen musst. Wir werden in Kairo das zweite Auge stehlen. Vor den Augen der Welt. Der Diebstahl des ersten Auges hat alle aufgeweckt. Der Tod Legrands sollte die Spannung ins Unermessliche steigern. Aber, naja. Jetzt läuft es auf einen Showdown hinaus. Der Rabe gegen den Inspektor. Auch das dürfte die Presse elektrisieren. Was soll das alles? Ich dachte, es geht um die Steine. Warum machen wir uns selber das Leben schwer und ziehen so viel Aufmerksamkeit auf uns? Es geht um mehr als das. Es geht um die große Bühne, um das Ende einer Legende. Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin tust du einfach nur, was ich dir sage. Und was, wenn ich einfach aussteige? Du wusstest die ganze Zeit, mit wem du dich einlässt. Ich habe keine Zeit für deine Heuchelei. Du wusstest immer, mit wem du dich einlässt. Wenn du für deinen Seelenfrieden so tun musst, als wärst du unschuldig in diese Situation geraten, fein. Doch wir beide wissen, dass du mich angefleht hast, dich ins große Geschäft einzuführen. Und in diesem Geschäft macht man sich die Hände nun einmal schmutzig. Aber... James? James, wo stecken Sie schon wieder? Wir verhalten uns während der Fahrt ruhig und gehen Legrand aus dem Weg. Ich habe das Ticket und den gefälschten Ausweis verloren. Ich schwöre dir, wenn ich meinen Arm zum Klettern benutzen könnte, hätte ich dich schon längst entsorgt. Naja, mir wäre es ohnehin lieber, wenn dich niemand auf dem Schiff zu Gesicht bekommt. Schleich dich an Bord und bleib bis Kairo untergetaucht. In Ordnung. Und Schluss mit den Spielereien. Nichts, was der Legrand, die Polizei oder sonst wer antun könnte, kommt dem gleich, was ich mit dir tue, wenn du dich nicht an meinen Plan hältst. James, da sind Sie ja! Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Er glaubt mich zu kennen. Er hält mich für dumm und schwach. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. Hier ist ein junger Dieb, der es den Alten zeigen wird. Selbst wenn er dafür unter seinem Niveau reisen muss. Okay, er hat sich wohl jetzt schon, ich hoffe mal, aufs Schiff geschlichen. Okay. Sieht ganz danach aus. Das ist die Kleidung, auf der ich liege. Verschiedene Stoffe. Einige rauer, einige weicher. Hier ist so etwas wie ein feines Netz. Na, ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich hoffe, die Hafenarbeiter haben den Frachtraum schon wieder verlassen. Am besten öffne ich den Deckel erst einmal nur ein Spalt breit. Das heißt, ich würde ihn ein Spalt breit öffnen, wenn er sich bewegen ließe. Von außen muss man vermutlich nur am Griff ziehen, um die Truhe zu entriegeln. Aber es hat niemand daran gedacht, dass ich sie nun von innen öffnen muss. Das ist natürlich dumm. Aber zumindest hat er sein Taschenmesser nicht verloren. Okay, Schraubenzieher,
Ja, Messer. Aber hier. So, nun müsste doch... Aha. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ja, sehe ich auch so. Aber ich sehe auch hier... Nein, gut. Mal sehen, was das bringt. Und jetzt? Sehr witzig. Was will ich jetzt mit dem Gurt? Der Krempel da drüben sieht nicht so aus, als sei er gerade eingeladen worden. Vermutlich gehört er zum Schiffsinventar. Werkzeug und Ersatzteile, würde ich sagen. Das wird wohl nicht so weit reichen, oder? Doch. Wow. Hervorragend. Hoffentlich rutscht der Metallverschluss nicht aus der Kiste, wenn ich am Gurt ziehe. Toll. Ah, bleib stehen. Das ist bestimmt wichtig. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Ich komme nicht ran. Er kommt nicht ran. Nochmal den Gurt benutzen, oder? Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Ja, wir hängen wieder etwas. Tja. Was gibt's hier noch? Also, er kommt nicht ran, der... Ich glaube, ich habe schon beim ersten Versuch den Hauptgewinn geangelt. Mehr ist nicht zu holen. Ich glaube, ich... Wieso nimmt ihr das Rohr? Keine Chance. Zu weit weg. Oh Mann, Leute. Also schön. Ich bohre die Klinge durch den Gurt. Und zwar möglichst weit hier am Gurtende. Ein Versuch ist es wert. Tada! Ja, tada, und jetzt? Jetzt? Wie komme ich jetzt raus? Ich hänge doch trotzdem noch fest. Soll ich das irgendwie... Das sollte halten. Und was genau hast du getan? Ein stabiler Haltegurt samt Metallschelle. Ah, wir schauen wieder wimmelbildmäßig. Meine beste Chance. Ja, gleich gefunden, okay. Das hält bombenfest. Und kein Augenblick zu früh, wie es scheint. Elegant. Schau mal, wer da ist. Da hätten wir das auch geklärt, wie das passiert ist. Sonst noch irgendwas? Na toll. Okay, ich fessle ihn und dann sehe ich zu, dass ich hier rauskomme, bevor man nach ihm sucht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich verstecken kann. Aha, okay. Dachte, ich müsste ihn jetzt selbst fesseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so gegangen ist. Und auch noch ohne sich zu verabschieden.
Erschrecken Sie nicht, junge Dame. Was tust du hier? Ich hatte Sehnsucht. Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt? Was ist im Zug passiert? Nichts. Nichts Schlimmes. Alle sind wohlauf. Inch ist gefährlich. Ich habe es immer gesagt. Ich weiß. Deswegen sind wir vorsichtig. Und immerhin hast du den besten, klügsten und hübschesten Nachwuchsdieb der Welt an deiner Seite. Und bescheiden ist er auch noch. Keine Angst, ich pass schon auf dich auf. Was habe ich, kleines, dummes Mädchen, doch für ein Glück. Okay, ja. Neue Musik freigeschaltet. Und wir sind am Ende von Kapitel 2. Ja. Das war ja wieder mal sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, es gibt 3 Kapitel. Das dritte und letzte dann beim nächsten Mal. Ja, wir haben erstmal, also, was haben wir jetzt alles gemacht? Wir sind abgegangen, haben jetzt das alles nachgespielt, was im Zug passiert ist, wo Adil dort drin war und bla bla. Ihr habt ja alles gesehen, muss ich nicht nochmal wiederholen. Bin gespannt, was als nächstes passiert, denn... ja, okay. Mir bleibt eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Außer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Das war's wieder mal für den Part. Bis zum nächsten. Ciao.